Meditation der Woche ist eine überlieferte Meditation. Die kommt, glaube ich, aus dem Buddhismus und hat eine große Tiefe, obwohl man sie auch ganz oberflächlich verstehen kann. Die heißt nämlich einfach nur, ich bin. Wenn man da jetzt nicht weiter reinschaut, dann sagt man, na und, was soll das sein? Ich bin, ja, ist doch klar, ne? Ich bin. Aber du kannst mit dieser Meditation total tief nach innen gehen und das auch nicht vergessen, weil das ist nämlich das, was unsere Normalität ausmacht, dass wir immer dort und da sind und nie hier und bei mir bin, dass ich nie bei mir bin, sondern immer dort bei den anderen oder was eben draußen so passiert. Wir vergessen uns. Und mit dieser Meditation holen wir uns zurück zu unserer existenziellen Wurzel, nämlich ich bin. Es geht ums Sein, um sein Wesen. Und da immer wieder zurückzukommen. Zum Beispiel jetzt, während ich spreche, gleichzeitig zu fühlen, ich bin. Und das kann ich eigentlich nur, wenn ich entspannt bin. Wenn ich mich konzentriere und versuche, irgendwas auszudrücken, dann bin ich weg, dann bin ich in dem, was ich tue oder so. Aber gleichzeitig hier zu sein, mein Sein zu fühlen und dabei zu reden, das ist eine tolle Übung, die mehr und mehr sich ausbreitet. Dann wird nämlich dieses Ich Bin wird zur existenziellen Freude. Dann gibt es nämlich dieses Ich nicht mehr, sondern es wird mehr und mehr Bin, 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 Bin. Und dann, ja, bist du die Existenz. So ist die Theorie. Schauen wir mal, wie weit es geht. Auch jetzt, wenn du zuhörst zum Beispiel, achte darauf, ob du dich wahrnimmst. Du kannst es auch zum Beispiel mit Spielfilmen unheimlich gut ausprobieren. Also während du einen Film anschaust, dich immer wieder zu erinnern, gerade wenn Dramen passieren oder wenn irgendwas ist, was dich aufregt oder berührt, erinnere dich an Ich Bin. Es nutzt nichts, dieses sich zu sagen und nicht zu fühlen, sondern du musst es fühlen in deinen ganzen Zellen, in deinem ganzen Körper, überall, diese Wahrnehmung von Ich Bin. Das ist also eine Empfindsamkeit, ein Kontakt mit sich und eben nicht nur Worte. Dann nutzt es nichts. Wir nehmen dieses Ich Bin als Hilfe, sich zu erinnern. Es soll aber kein Mantra sein. Es geht also nicht darum zu sagen, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, sondern nur du erinnerst dich und an Ich Bin, schließt die Augen und lässt es mehr und mehr in dich einsinken. Diese Wahrnehmung, diese Taschenlampe in dir, die alles ausleuchtet und wahrnimmt, wer du bist in diesem Moment. Die Meditation, die wir machen werden, hat wieder drei Phasen. Die erste Phase ist Entspannung. Die zweite Phase ist dieses Ausleuchten, dieses Innere, ich bin. Und die dritte Phase ist Stille und still in seiner Präsenz zu sitzen. Sitze entspannt und schließe deine Augen. Sitze aufrecht. Nimm einen tiefen Atemzug und atme lange aus. Lass den Bauch los, wenn du ausatmest. Die Schultern, die Hände. Den Kiefer, die Gesichtsmuskeln und die Augen. Du bist jetzt hier. Alles, was vorher war, spielt keine Rolle. Und auch das, was nachher kommt, hat keine Bedeutung. Du hast jetzt alle Zeit der Welt, in dich einzutauchen, dich wahrzunehmen, dein Sein zu erkennen.
Entspanne. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit innen in den Bauch. Und lass den Bauch noch ein bisschen mehr los. Und während du feinfühlig ausatmest, lass innerlich die zwei Worte "Ich bin" widerhallen. Du musst sie nicht sagen, sondern fühlen. Und während du sie sagst, entspanne noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen tiefer. Ich bin, ich existiere. Nimm deinen Atem wahr. Nimm wahr, wie er in dich hineinfließt, in deine Existenz. Du musst nichts halten, lass alles los. Entspanne noch ein bisschen mehr, während du deine Existenz fühlst. Was immer du wahrnimmst, ist nur ein Teil dessen, was du bist. Du bist viel mehr, aber kannst nur einen Teil sehen. Das ist gut so. Streng dich nicht an. Was immer du siehst, ist genau richtig. Was immer du wahrnimmst, was immer du von dir empfindest, das bist du in diesem Moment. Du brauchst nichts zu benennen. Was immer an Gefühlen, Empfindungen, Wahrnehmungen da ist, es genügt, es zu fühlen. Du brauchst deinen Kopf nicht anzustrengen. Lasse dieses Ich Bin bis in deine Knochen gehen. Lass es jede Zelle durchdringen.
Und jetzt sitze noch ein paar Momente in deiner Präsenz. Werde stiller und stiller und stiller. Im Alltag erinnere dich so oft wie möglich an Ich Bin. Schließe deine Augen und fühle es. Ich bin, ich existiere. Übe es in einfachen Situationen und dann vielleicht auch, wenn dich ein Drama überwältigt oder wenn du in einer schwierigen Situation bist. So lernst du, verwurzelt zu sein. Und jetzt langsam, langsam bewege deinen Körper, die Beine, die Hände, die Arme, den Kopf. Und wenn du jetzt in deiner eigenen Geschwindigkeit bald deine Augen öffnest, nimm diese Empfindung von Ich bin, ich existiere mit. Wenn du jetzt dann deine Augen öffnest.